Die Deutsche Bahn rechnet wegen des bundesweiten Warnstreiks der Lokführergewerkschaft GDL mit massiven Einschränkungen im Regional- und Fernverkehr. Im Fernverkehr werden wohl weniger als 20% der Züge fahren. Im Regionalverkehr ist die Lage von Region zu Region unterschiedlich. Auch die S-Bahn ist bundesweit betroffen. Ob die Arbeitsniederlegungen auch andere Bahnanbieter lahmlegen, ist laut Deutscher Bahn offen. Die Bahn hat einen Notfahrplan erstellt, der im Internet zugänglich ist. Sie rät allen Fahrgästen, sich vor Reiseantritt zu informieren und die Fahrt erst nach dem Ende des Streiks anzutreten. Die Arbeitsniederlegungen dauern 20 Stunden. Sie enden am Donnerstagabend um 18 Uhr. Bereits gekaufte Fahrkarten sind flexibel einsetzbar. Eine Zugbindung besteht nicht mehr.